Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um meine Favorite Vintage Online Stores. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es um meine Favorite Vintage Online Stores, wo ich relativ viel Vintage nachschaue. Leider gibt es hier vor Ort relativ wenig Vintage Stores und ich habe immer ein bisschen Angst, dann dahin zu fahren. Deswegen gucke ich meistens immer online. Nicht, dass ich jetzt Angst habe vor Corona oder sonstiges, sondern ich habe Angst, dass ich da einfach nicht fündig werde. Das ist natürlich irgendwo eine Sache, die so ein bisschen Zwiespalt hat, weil wenn man Vintage kauft, muss man sich einfach Zeit nehmen. Und das Ganze findet ihr online genauso. Dementsprechend natürlich supportet auf jeden Fall die Thrift Stores bzw. Vintage bzw. Secondhand Store vor Ort, die ihr habt. Googelt das einfach. Ihr habt hundertprozentig Secondhand Stores in eurem Umfeld. Aber das ist das Ganze natürlich meistens relativ klein. Das Ganze ist nicht so aufgebaut wie in Amerika. Da gibt es so riesige Lagerhallen, riesige Stores mit Secondhand-Kleidung. Würde ich gerne oder habe ich auch schon mal Zeit drin verbracht. Als ich in L.A. war ich in mehreren Vintage-Stores drin. Aber jetzt zum Beispiel hier vor Ort würde ich euch einfach empfehlen. Gerade aktuell, wenn ihr nicht vor Ort in den Store geht, guckt online und online gibt es sehr, sehr nice Stores. Und die zeige ich euch hier auf jeden Fall in diesem Video. So. Ich will gar nicht weiter drum rumreden, deswegen ich zeige euch jetzt erstmal meine Favorite Stores und wir fangen einfach mal an. So Leute, der erste Store, den ich euch wirklich ans Herz legen kann, und da gibt es so eine eigene Kategorie, und das sind teilweise Remade-Sachen, ist einfach von Urban Outfitters. Ich weiß nicht genau, wie die es machen, aber bei denen kann man wirklich sehr cool Vintage-Sachen kaufen. Die haben eine eigene Kategorie. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier drauf geht, habt ihr hier eine Vintage-Kategorie, da bin ich gerade drauf, und da habt ihr die Möglichkeit, so, ich sag mal, Jacken, Hosen etc., Hemden, auch Sachen, die zusammengenäht wurden, wie jetzt zum Beispiel hier zum Beispiel, wurden so Hoodies und sowas zusammengenäht. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall, aber man hat eine riesige Auswahl an Vintage-Sachen, wo ihr einfach mal reinstöbern könnt, ein bisschen gucken könnt, ob euch das Ganze gefällt. Und ja, Urban Outfitters auf jeden Fall eine Markenname, wo ihr sowas auf jeden Fall cool kriegen könntet. So. Machen wir weiter mit der nächsten Seite, und die nächste Seite, die ich euch wirklich, wirklich, und da verbringe ich relativ viel Zeit, ist Etsy. Etsy ist einfach nur eine Plattform, ähnlich wie eBay, für Shops, wie so kleinere Shops, die zusammengelegt wurden auf eine Seite, wo ihr Sachen eingehen könnt, zum Beispiel jetzt hier, Carhartt Vintage Hose, und da kriegt ihr verschiedene Stores, die immer hier drunter beschrieben sind, angezeigt, und da jeweils könnt ihr schauen, ob da was für euch dabei ist. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Hosen rausgesucht, sind Vintage Carhartt Hosen. Hier zum Beispiel eine 100 Jahre Jubiläum Hose in der Größe 34, also wäre eigentlich auch mein Fall. Man sieht auch, dass sie gut benutzt wurde zum Arbeiten etc. Sehr, sehr nice. Aber achtet darauf, dass es eure Größe ist, und vor allen Dingen achtet darauf, was die Versandkosten sind. 35 Euro, fast Versandkosten sind heftig, und woher es kommt. Na, wie gesagt, viele Stores sind teilweise auch Übersee, USA etc., so dass ihr da auf jeden Fall sicher seid, dass ihr das richtig bekommt. Aber ihr kriegt auf jeden Fall teilweise Unikate, die ich euch wirklich, und in den USA gibt es auf jeden Fall die cooleren Sachen, muss ich persönlich sagen, weil in Europa ist sowas relativ selten. Könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme kaufen. Ihr habt auch eine Plattform, über die ihr euch beschweren könnt etc. Also Etsy ist sehr, sehr nice. Hier zum Beispiel auch die andere Hose, sehr cool, für 50 Euro. Aber auch da habt ihr fast 21 Euro Versandkosten, und auch die kommt aus den USA. Wie gesagt, checkt das ab. Etsy, sehr, sehr nice. Ihr könnt alles Mögliche eingeben, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auch College-Jacke eingebt. Vintage. Kriegt ihr ja auch ohne Ende Sachen angezeigt, die ihr einfach abchecken könnt. Verschiedenste Auswahlen. Auch da müsst ihr einfach Zeit nehmen und durchstöbern. Das ist generell ein Thema, was ihr bei, ich sag mal, Vintage-Shopping auf jeden Fall machen müsst. Und das ist Zeit. Ihr müsst stöbern. Ihr müsst quasi diesen alten Otto-Katalog, diesen alten Katalog durchschauen, komplett durchblättern. Und da findet ihr wirklich auch mal dieses eine Piece, was sehr, sehr nice ist. Genau euren Wünschen entspricht, aber das braucht auch Zeit. So, kommen wir zur nächsten Seite, und die nächste Seite, die ihr natürlich immer auf dem Schirm haben könnt, wo es auch viel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Müll gibt, diese Sachen, die nicht euren Wünschen entspricht, ist natürlich eBay. eBay
kennt jeder, könnt ihr sowas easy suchen, wie ich da zum Beispiel vorgehe, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer College-Jacke suche, College-Jacke, dann gehe ich in Herrenmode. So, dann habe ich das Problem, ich kriege 44.000, fast 45.000 Artikel angezeigt. Dann gehe ich erstmal, weil ich hier eine Vintage-Jacke haben möchte, auf Gebraucht. Dann habe ich immer noch 1.180 Artikel. Dann gehe ich auf meine Größe, die ich suche, M und L. So, und dann habe ich nur noch 492 Auswahlvarianten. Aber jetzt zum Beispiel die erste, ist auf jeden Fall nice. Für 75 Euro, beziehungsweise gerade liegt die bei 15 Euro. Ist eine coole Jacke, ganz ehrlich. Sieht wirklich nice aus. Hat einen coolen Kragen, coolen Schnitt, Größe L, hat wahrscheinlich auch kein riesiges Branding drauf. Ist auf jeden Fall eine coole Jacke, die euren Kleiderschrank auf jeden Fall aufwerten könnte. Und für 15 Euro, beziehungsweise je nachdem, wie die da hochsteigt, macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Deswegen eBay, auch immer eine coole Variante, auch so Vintage-T-Shirts, so alte Rocker-T-Shirts oder sowas. Da würde ich euch dann wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Iron Maiden suchen würdet. Iron Maiden... So, dann geht ihr da wieder auch auf Shirts und Hemden, dann geht ihr auch wieder auf Gebraucht und dann habt ihr sogar nur noch 50 Stück und da dann einfach reinschauen. Zum Beispiel so habe ich letztens mein T-Shirt auch gefunden. Da können natürlich auch Preiskategorien sein, die total fernab sind. Ich finde 100 Euro für so ein T-Shirt, keine Ahnung, wie jemand darauf kommt, so viel Geld zu verlangen. Aber ihr könnt auch mal sowas für 10 oder 15 Euro bekommen, easy peasy. Hier, North America, 17 Euro. Ist doch ein geiles T-Shirt, ganz ehrlich. Nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Größentechnisch, guckt dann einfach aus. England verschickt. Löcher sind auch immer nice, immer gern gesehen. Aber ist jetzt hier eine Größe S. Ja, da müsst ihr halt drauf schauen. Aber eBay, auch eine sehr gute Plattform, um sowas zu suchen. Also check auf jeden Fall auch eBay ab. Yeah, yeah. So, kommen wir zum ersten professionellen Thrift- bzw. Vintage-Store, die nur sowas auf der Seite haben. Das ist thrifted.com. Ist ein Store aus UK, aber ich kann euch sagen, da gibt es sehr, sehr nice Sachen. Und hier habt ihr wirklich alles cool in Kategorien eingegrenzt und auch unter Kategorien und sogar Designer-Sachen sind dabei. Vintage Essentials ist sehr, sehr nice aufgebaut, finde ich persönlich fast schon zu professionell, weil Vintage ist auch immer so ein bisschen so ein kleines Abenteuer, wenn man nach Vintage-Sachen sucht, aber sehr, sehr nice. Und wenn wir jetzt hier einfach mal auf Jacken gehen, findet ihr ohne Ende Varianten, um zu schauen. Nehmt euch Zeit, stöbert durch, guckt, preistechnisch ist das alles sehr gut aufgegliedert. Man sieht direkt auf dem ersten Blick den Preis, man sieht direkt auf dem ersten Blick die Größe, finde ich sehr cool und Thrifted ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Store. Kommen wir zum ersten deutschen Store und das ist vintagerex.de. Wenn ihr auf vintagerex.de geht, habt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr coole Sachen am Start. Ich habe da einfach mal beispielsweise was rausgesucht. Hier zum Beispiel einfach mal diese klassische Carhartt-Jacke. War auf jeden Fall mal eine Jacke, die dementsprechend von irgendeinem Arbeiter genutzt wurde, weil PepsiCo ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendeine Firma. Ist sehr nice. 89 Euro ist natürlich auch nicht übertrieben günstig, aber ich finde es eine faire Jacke. Vintage, ein cooles Vintage-Piece kann auch schon mal 1-2 Euro mehr kosten. Dementsprechend habt ihr da auf jeden Fall ein Unikat, Größe L. Das wäre zum Beispiel genau mein Ding. Ich suche sowas zwar jetzt gerade nicht, aber ich habe es beispielsweise mal rausgesucht und vintagerex.de könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Yeah, yeah. Nächster Store, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist Vino Kilo. Ist, glaube ich, auch ein deutscher Store. Die haben auch jede Menge Sachen, auch das Ganze wieder aufgegliedert. Sehr cool. Ist, glaube ich, ein Store sogar aus Mainz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall aus Deutschland. Die Seite ist natürlich, habe ich schon vorhin gemerkt, nicht aus Bodenheim. Okay, Amtsgericht Mainz. Also nicht so weit weg. Deutschland ist sehr nice. Habt ihr immer einen Ansprechpartner, vielleicht sogar eine Telefonnummer, wo ihr dann nachfragen könnt, falls ihr euch nicht sicher seid. Deswegen Vino Kilo, auch eine sehr coole Seite, sehr nice. Checkt auch diese Seite sehr gerne ab. Dann kommen wir zur nächsten Seite und die heißt True Vintage, ist allerdings wieder ein Shop aus den UK, wurde glaube ich in London gegründet, aber die haben sehr coole Sachen, muss ich sagen, gefällt mir. Hier, die haben allerdings auch so Schmuck, da würde ich eher die, ja, nicht die Finger von lassen, aber ist zum Beispiel nicht mein Fall, wird auf keinen Fall echter Schmuck sein, also echte Sachen von Adidas oder sowas. Ich habe noch nicht gesehen, dass es von Adidas sowas gab. Falls ihr sowas sucht, natürlich checkt das ab, aber zum Beispiel mein Fall ist es jetzt nicht, wenn wir jetzt mal auf Ringe gehen,
dann habt ihr hier so Nike-Ringe und sowas alles. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es echt ist, aber ihr könnt das gerne abchecken. Ich will niemandem irgendwas vorwerfen. Dementsprechend True Vintage hat auf jeden Fall sehr coole Klamotten und kann ich echt jedem nur empfehlen, falls ihr sowas sucht. Checkt auch die Seite ab. Sehr, sehr nice. Ja, ihr seht ja, dass die Sachen wirklich getragen und Vintage sind. Deswegen dementsprechend sehr cool. Kommen wir zur nächsten Seite und die nächste Seite ist Depop. Depop ist ähnlich wie eBay, Depop ist ähnlich wie Etsy, ist eine Plattform, worüber man seine eigenen Sachen verkaufen kann. Dementsprechend, wenn ihr da was sucht, findet auch hier jede Menge Sachen. Ich habe jetzt mal hier einfach mal College Jacket eingegeben als Suchergebnis. Und wie ihr seht, ihr habt hier jede Menge Sachen von Privatpersonen verkauft. Ich glaube nicht, dass da Stores dabei sind. Das wird meistens Privatpersonen sein und finde ich persönlich sehr cool. Allerdings habt ihr da natürlich dann kein Umtauschrecht mehr, weil das Ganze von Privatperson an Privatperson geht. Dementsprechend seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Lasst euch zur Not nochmal irgendwelche Fotos etc. schicken. Aber auch hier könnt ihr nach, ich sag mal, Megadeth Shirt, zum Beispiel so ein Vintage Megadeth Shirt, nach so Rocker-T-Shirts etc. gucken. Findet ihr auch Sachen. Dementsprechend auch hier müsst ihr gucken, dass das Ganze für euch preislich zusammenpasst. Ist jetzt nur eine beispielsweise Sache. Ich habe da mal rüber so ein Vintage Marlboro T-Shirt gekauft. Sehr nice für einen kleinen Euro. Das kommt die Tage auch noch an. Sehr cool. Depop könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Ja, ja. Dann kommen wir zum nächsten Online-Store. Und der nächste Online-Store müsstet ihr der eine oder andere auch kennen. Das ist pieces.de. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe das letztens in irgendeinem anderen YouTube-Video gesehen. Derjenige hat mit dem zusammengearbeitet. Aber ich kenne die Seite, weil die eigentlich auf Google relativ schnell angezeigt wird. Pieces.de kriegen auch coole Sachen immer wieder rein. Das ist halt das Thema bei Vintage-Sachen, dass ihr da einfach ein bisschen Zeit mit reinnimmt und einfach stöbert. Und ja, auch hier wirklich eine coole Sache. Könnt ihr einfach ein bisschen durchstöbern. Pieces.de auch auf der Liste. Ja, ja. Kommen wir zur nächsten Seite und Willy Vintage hört sich schon ein bisschen lustig an, aber ist auch ein cooler Store, ist auch ein deutscher Store, gibt es hier aktuell immer wieder Sachen, die ihr abchecken könnt. Deswegen Willy Vintage auch auf jeden Fall auf der Liste, sind glaube ich auch aus Ludwigsburg, genau. Also könnt ihr auf jeden Fall abchecken, sehr coole Seite, die haben coole Sachen am Start, auch so Vintage Levi's Sachen habe ich da gesehen, gibt es da Levi's 501 Hosen, dementsprechend checkt die Seite auf jeden Fall ab, sehr cool. Ja, ja. So, und dann kommen wir schon zur vorletzten Seite und die vorletzte Seite ist auch ein, und ich habe vermehrt meistens deutsche Stores mit reingenommen, ist doubledoublevintage.com, ist auch eine deutsche Seite, die aus Mannheim sind, die haben sogar vor Ort einen Store, da könnt ihr gerne hingehen, aber wenn ihr jetzt sagt, hey, ich wohne jetzt nicht in deiner Nähe, könnt ihr easy hier online shoppen, beziehungsweise ein bisschen stöbern und die haben sogar so reworked Sachen am Start, wie ihr seht, so, ich sag mal, aufgepimpte Jeansjacken, was jetzt vielleicht nicht so ganz mein Fall wäre, aber vielleicht mag der eine oder andere das ja, hier zum Beispiel so zusammengenähte Sachen von Levi's Jeansjacke mit so Tommy Hilfiger Logos drauf und sowas. Kann dem einen oder anderen ja gefallen, dementsprechend checkt auch die Seite ab, die haben wirklich coole Sachen dabei, auch T-Shirts, auch ja, alles Mögliche am Start. Das waren Shirts, T-Shirts, da muss ich schon auch auf T-Shirts klicken. Deswegen checkt auch die Seite ab. Double Double Vintage kriegt ihr auch ganz coole Sachen. Wie gesagt, alle Adressen findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und vielleicht findet ihr der eine oder andere Lust daran, einfach mal nach Vintage-Sachen zu suchen. Dementsprechend habt ihr jetzt ein bisschen die Qual der Wahl. Ja, ja. So, und dann kommen wir zur letzten Seite und die letzte Seite ist Glück und Glanz. Es ist ein Secondhand-Shop aus Köln, die spezialisiert sind auf Designer-Taschen. Und das finde ich sehr nice, weil ihr, wenn ihr hier zum Beispiel schaut, gibt es dann so Secondhand-Louis Vuitton-Taschen und sowas. Ist wirklich eine bekannte Adresse. Ich habe selber davon zwei Taschen. Dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall sicher sein, dass das Ganze alles echt ist. Ihr bezahlt natürlich auch je nach Kondition etc. auch ein bisschen Geld, gutes Geld sogar. Aber ja, auch teilweise hier zum Beispiel nochmal 300 Euro günstiger, eine sehr coole Tasche. Könnte ich mich auch dran gewöhnen. Vielleicht auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kann man hier ganz cool shoppen für die Frau. So eine Chanel-Tasche vielleicht. Boah, ich glaube, da würde jede Frau ausrasten.
Aber generell, ja, Glück und Glanz, eine sehr coole Adresse für Vintage Taschen auf jeden Fall. So, Leute, und das war's. Ich habe euch jetzt meine Favorite Vintage Stores hier aufgelistet. Wie gesagt, alle Sachen findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Nehmt euch Zeit mit, guckt die Sachen durch, sucht speziell nach Sachen, teilweise auch nach Marken, sucht einfach, wie ihr Bock habt, falls ihr was sucht. Wirklich eine dicke Empfehlung. Alle Adressen sind legit, alle Adressen sind wirklich cool und kann ich eben nur empfehlen. Und so. Und dann habe ich heute wieder eine Kleinigkeit für euch im Weihnachtskalender. Und zwar verlose ich heute nochmal eine Cap. Und zwar eine LA Cap von 47 Brand. Ungetragene Cap. Kann ich, ja, dunkelblau, sehr nice. Habe ich hier liegen, ist mir leider ein bisschen zu groß. Dementsprechend geht diese Cap auf jeden Fall an euch raus. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr. Folgt dem Kanal, lasst einen kleinen Kommentar da und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao. I never fit the shoe until I do something. Yo, bracing myself like teeth, boy. It's the same old route on some new concrete, but homie.